So, wieder runter. Zank. So, wo genau sind wir? Wir sind in dem Wusel. Da waren wir überall schon. Moment mal. Also da ist hoch. Hoch. Das runter mache ich mal weg. Wie zum Teufel bin ich da hingekommen? Ich hätte schwören können, ich hätte hier gerade irgendwo einen Weg runter. Ah, nee, es war da hinten. Ah, okay. Sehr verwirrend alles. Deswegen muss ich auch hier nochmal neu hinschreiben. Runter. Und da oben ist der Ritter. Und wir wollen jetzt Richtung Nordosten. Rechts an der Wand lang durch diesen schmalen, komischen Gang, wie auch immer der aussieht. Und dann nach Süden oder Osten. Wobei ich denke, dass das dann hier genauso aussieht wie da. Also hier wird jetzt ein großer Raum sein, denn hier ein schmaler Gang, und wird es da unten zusammenführen. Das ist ja alles recht symmetrisch hier. Oder annähernd. Aber gut, Nordosten, rechts an der Wand lang. Nordosten. Achso, hier geht's runter. Okay. Vielleicht nicht runterspringen, so viele Lebenspunkte haben wir auch nicht. Und wir haben keinen Lebenspunktzauber aktiviert. So. Hier ist der schräge, komische Raum. Wo wir nicht so wirklich raufkommen. So. Lass mich bitte durch. Danke. So, Dränge, Dränge. Wir wollten einmal nach Süden gucken und dann nach Osten. Richtig. Da oben ist noch ein Rohr. Ist okay. Und Osten. Ja. Hier ist der große Raum, den ich meinte, mit nichts drin. Wieder so ein Seitending. Und hier wären wir wieder. Ja, nichts Besonderes, auch wenn das hier ziemlich auffällig ist. Okay. Wo geht's dann noch weiter? Also es gab hier einen Raum, wo wir nicht rein konnten. Es gab hier das Ding, wo wir reingesprungen sind, wo wir aber nicht hochfliegen konnten. Und zu den Trollen, hier ist noch was und da ist eine Tür und da ist eine Tür. Also auf zu den Trollen. Südosten. Bei den Trollen müssen wir uns hier eh umgucken. Also die Trolle sind ja zivilisiert. Jedenfalls die, die da in dem Trollgebiet sind. Nicht die wilden Trolle. Osten. Das heißt, wir könnten sie vielleicht einfach mal darauf ansprechen, ob sie das Ritt irgendwo gesehen haben. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Ritter gar nicht erst versuchen, mit den Trollen zu sprechen. Ich glaube, die das Ding haben wir schon aufgemacht gehabt. Dich auch. So. Tür auf. So, Troll. Troll Nummer 1. Du. Du bist ein stinknormaler Troll. Kannst du mir irgendwelche Neuigkeiten erzählen? Ich habe gehört, dass ein Troll einen Zauberer gefangen hat und ihn zum Sklaven gemacht. Yeah, okay. Rostek. Wer bist du? Ich habe dich vorher nicht gesehen. Ich bin dein Untergang. Nein, ich bin Girugon. Das hört sich sehr verwirrend an. Darf ich dich Rodriguez nennen? Also wenn wir jetzt im Gefängnis wären, der würde sowas bringen, dann würde ich anders reagieren, aber... I do mind. Ich weiß nicht. Wenn du drauf bestehst... Ne, komm. Mein Name ist Girugon. Was immer du sagst, Rodriguez. Bah. Kannst du mich durch die Tür lassen? Ich Tür öffnen? Ja, könnte ich. Soll ich's machen? Ja, bitte. Vielleicht öffne ich die Tür, wenn du mir was gibst. Ich hab jetzt nichts mehr außer Rubin. Biene. Und ein Trank.
Nimm den Trank. Was? Er will den Trank nicht haben? Ein. Oh, mag ich. Danke. Tür ist jetzt offen. Ich habe nur keine Ahnung, welche Tür er meinte. Ah, die Tür. Oh, oh, sehr schön. War doch fast ein Rubin wert. Genau, da, Tür. Das können wir jetzt wegmachen. Genau, und dafür kommt da hin. Ank, nicht Aal. Ank. So. Und du bist doch bestimmt neues Mantra. Oh. Der Ritt von Lorne ist jener. In unseren Tagen des Beginns müssen wir zusammenhalten und nicht niedrige Zwistigkeiten in dem Weg von Respekt stehen. Kein Mantra, aber was Besseres. Das, was wir für die Ritter brauchen. Und warum haben wir hier ein Ankh-Symbol an der Wand und ein Ankh selber stehen? Du siehst ein Ankh. Du siehst einen Schrein. Benutze Ankh? Geht nicht. Aber ja, wir haben mindestens einen Punkt über. Wo wollen wir den reinsetzen? Ich habe eine ganze Liste mit lauter Mantras, wovon 95% absolut sinnlos sind. Also Angriffsfähigkeiten wäre Ra. Und sonst habe ich noch ganz, ganz viel Echsenkauderwelsch auf meiner Liste. Schwimmen andere Mana. Mana wäre noch wichtig. Und Sumra für Schwert und Keule. Wobei Schwert und Keule jeweils auch die Verteidigung erhöht. Das, oh, und wir haben Anra für Verteidigung direkt. Ich glaube, ich nehme Anra. Denn wir wurden von dem Ritter ja doch ziemlich schnell runtergeprügelt. Anra. Ja, Defense wurde erhöht. Sehr schön. Wo wir gerade mal hier sind. Ich will einfach nur testen, ob wir vielleicht noch einen Punkt über haben. Wenn wir es könnten, was würden wir jetzt noch erhöhen wollen? Angriffskraft, oder? Angriffskraft haben wir schon richtig, richtig oft gesteigert. Ich nehme mal Sumra für Schwert und Keule. Also Sumra. Fernkampfwaffen, Angriffskraft und Keule. Ja, okay. Aber komisch, dass wir noch einen Punkt über hatten. Ich hätte schwören können, ich hätte das alles verbraten. Na gut, umso besser. Wir haben das Ridge. Wir müssen jetzt nach... nicht nach Norden. Im Südwesten. Oh! Was zur Hölle? Warum ist hier ein Loch im Boden? Achso, führt das zufällig? Ja. Es führt ganz zufällig dahin. Oh, was bist du? Mapcase. Ist niemandem gehört. Die Schriftrolle besagt Grad Lashun Cesar. Du hast Stärke bewiesen, indem du uns beschützt hast. Danke. Kai. Gold, Blanktur, Troll. Ja. Also irgendein Echsenmensch hat die Trolle beschützt? Na gut. Interessiert uns jetzt nicht so wirklich. Wir wollen nach Westen. Westen, 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 Westen. Und dann müssten wir hier irgendwann irgendwo dadurch kommen. Könnte schon hier sein. Jo. So, dann waren hier die Offiziere. Dann kommt rechts gleich eine Tür, die wir nicht öffnen können. Armory. Mhm.
Und einer von euch ist der Anführer gewesen. Nee, war nicht. Doch, war. Sprich, Freund, und tritt ein. Dorna Ironfist. Hier ist das Rit. Ich weiß nicht, welches davon das Rit ist. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich werde es so versuchen, so gut es geht. So. Das ist der Rit. Sprich, Freund. Hier ist das Rit. Du hast deine Queste vollendet. Sehr wohl getan. Oh, wir haben einen Stahlhelm bekommen. Sehr schön. Das passt perfekt. Du bist nun Sir Girgon, Ritter des Ordens von Crux Ansata. Nimm diesen Plattenhelm, der eines Ritters würdig ist. Hätten wir doch bloß Pferde, so würde ich dir eins geben, auf dass du ein wahrer Ritter wärst. Wie könnte ich dem Orden sonst noch dienen? Der Orden besaß einst eine goldene Platte. Vor Jahren wurde es gestohlen von einem Dieb, den ich nicht einmal beschreiben möchte, denn er ist es nicht wert, die Zeit dafür zu nehmen. Okay. Er ist in das Labyrinth verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Seitdem gibt es Gerüchte darüber, dass es mehrfach gefunden wurde. Das letzte Gerücht war von einem oder hat besagt, dass es in dem Grab von Sir Ingvar liegen würde. Finde es und du wirst weiter als ein Ritter aufsteigen. Dankeschön. Sir Ingvar, aufschreiben. Also, goldene Platte. Mace. Sir Ingvar. Genau, da war noch jede Menge, ne? Da war die Mace. Da war das Bullfrog-Rätsel. Und noch so Gedöns. Ja gut, das Rit kann weg. Da schreiben wir jetzt mal hin Golden Plate. So. Dann hätte ich gerne gewusst, was das für ein Helm ist. Ein exzellenter Helm. So. So. Goldene Platte in der Maze. Können wir dich jetzt aufmachen? Nein. Da kommen wir wahrscheinlich erst drin, wenn wir mehr als ein Ritter geworden sind. Also ein Paladin, was wir ja eigentlich schon sind. Aber gut, Details. Sir Leonir. Ach, das waren die Punkte. Silber, Gold, Gold. Silber, Silber, Gold. Habe ich mir irgendwo auf dem Zettel auch schon mal notiert. So, und hier ist der Angstschrein. Den hatten wir auch eingetragen? Nee. Ganz schön viele hier. Ja, bei jedem Volk wird es eins geben. Gut. Damit wären wir jetzt bis auf die Tür da oben, auf diese Etage, also die Tür, die wir ja später öffnen können, die Tür, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe, soweit fertig mit der Etage und dem Ritter, den ich noch nicht angehen werde. Da warte ich noch ein Level oder zwei. Also, wir wollen nach Osten, wir wollen diese eine komische Tür uns angucken und danach wollen wir die nächste Ebene runter. Da waren wir ja schon mal für den Ring. Und da werden jetzt jede Menge Rätsel sein. Also einmal das Labyrinth, einmal dieses Bullfrog-Rätsel und was weiß ich. Ich denke, da wird recht viel zu tun sein. Alle weg. IBM. Licht. Naja, Quatsch. Heilung. So. Karte. Ja, wir wollen nach Osten. Zu einem ganz großen Raum und von da aus in kleinere Räume. Wir wollen dabei nicht aus Versehen den Ritter anstupsen.
Dankeschön. So, hier müsste gleich ein ganz großer Raum sein. Richtig. Hier war das Runterspringen mit dem... Oh. In dem Raum, wo man springen konnte, war noch eine Tür. Warte mal, hier östlich. Ich sehe das jetzt schon kommen. Ich gehe da jetzt rein und brauche dann wieder eine halbe Stunde auf Camera, um wieder rauszukommen. Aber na gut. Geronimo. Geronimo. Oh. Aha. Okay. Das macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Ja, sehr schön. Was ist mit der Tür da unten? Warum habe ich die eben gerade nicht erwähnt bei meiner Aufzählung? Hier.